Come on, little girl. Danke. Ich grüße Sie. Haben Sie vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen, meine Damen thank und Herren. Thank you so much. Ich danke Ihnen. You look. Thank you look. You look. I thank you very much. Irmgard Kneif. Es freut mich wahnsinnig, dass Sie heute Abend so zahlreich hier erschienen sind, so mit mir alten Europäerin, nicht aus Berlin-Kreuzberg. Eine wunderbare Familienfeier zu veranstalten und ich wollte Ihnen meine Sympathie bekunden. Wissen Sie, ich bin wahnsinnig froh, dass ich heute hier sein kann. Und ich wusste gar nicht, dass es in Stuttgart so viel Publikum gibt. Nicht? Also ich war ja also schon überall. Nicht? Ich habe aus meinem zahlreichen, großen, wahnsinnig großen Oeuvre, ich habe ja über 400 Texte geschrieben, habe ich Ihnen ein Liebeslied mitgebracht. Denn ich habe mich vor ein paar Wochen in einen Mann verliebt in Berlin-Kreuzberg aus dem Hinterhaus. Er ist 5 oder 6 Dekaden jünger als ich. Und er hat keine Ahnung davon, was in mir vorgeht, aber all die Feelings, die da in mir aufwallen, die Feelings, die in mir hochkrochen, habe ich zu einem Chansontext verarbeitet. Und den möchte ich Ihnen nun gerne hier an dieser Stelle darbringen. Ich bin den weiten Weg gegangen, nicht? Von Berlin-Kreuzberg nach Prag-Sattel, nicht? In Stuttgart. Um Ihnen nun ein Liebeslied zu präsentieren. Kindchen, fahr ab. Liebes Publikum, ach, wenn ich euch nicht hätte, ich hätte mich längst erhängt als Hildegards Doublette. Und was er nicht mal ahnt, vertraue ich euch jetzt an. Ach, wenn ich es nur könnte, dann sagt ich diesem Mann: Ich will der Hafen für deinen Kutter sein, auf deiner Stulle will ich die Butter sein, für deine Schraube will ich die Mutter sein. Ich liebe deine langen Wimpern, würd gern lange mit dir plaudern. Für deinen Stiel will ich der Besen sein, an deinem Zapfhahn will ich der Tresen sein. Du sollst der Grund für meine Spesen sein. Und wär ich Sennerin auf einer Alm, wärst du im Heu mein Lieblingshalm. Beim Almabtrieb trieb ich dich vor mir her, weil ich dich auch von hinten so bekehre. Liebes Publikum, es ist so gemein, wenn ich Liebe brauche, bin ich meist allein.
Also wenn Sie mal dazwischen klatschen, dann kann ich mein Lied nicht singen. Nicht? Jetzt müssen wir also nochmal anfangen. Ich schätze, hast du auf Pause gedrückt oder hast du ausgemacht? Wissen Sie, mit dem Pianisten vom Band ist es ja nicht so wie mit dem Pianisten von der Band. Man kann ja nicht sagen, mach's nochmal. Fahr einfach nochmal ab. Es geht nämlich noch weiter mit meiner Lyrik. Kindchen, fahr ab. Nein, 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 das Lied war doch noch gar nicht zu Ende, Schätzchen. Ich weiß nicht, was du machst. Gehst nochmal auf die 13 von der CD und dann geht's weiter. Nummer 13, völlig digital ist das doch heute. Zweiter Teil. Liebes Publikum, es ist so gemein, wenn ich Liebe brauche, bin ich meist allein. Und was er nicht mal ahnt, vertraue ich Stuttgart an. Ach, wenn ich es nur könnte, dann sagt ich diesem Mann: Für deine Pommes will ich Friteuse sein, in deinem Kasten will ich Soufflöse sein. Hättest du nen Haken, wollt ich die Öse sein. Und zähl ich auch schon 80 Lenze, steh ich doch auf junge Leute. Für deinen Riemen will ich die Schnalle sein. Und wärst du Leipzig, dann wollt ich Halle sein. In deiner Brandung will ich die Qualle sein. Und wär ich Fischerin vom Bodensee, wärst du ein Fisch in meiner Nähe und gäb's im Herbst noch Knospen an den Bäumen. Du bleibst der tollste Hecht in meinen Träumen. Jetzt ist aus. Hey, danke. Stuttgart, ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, haben Sie vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ich habe Ihnen ein zweites Lied mitgebracht aus meinem wahnsinnig großen Erfolg. Es ist ein Lied, ein Stuttgart-Lied, meine Damen und Herren, aber Sie müssen jetzt nicht befürchten, dass ich auf der Schwäbischen Eisenbahn singe. Oder Anna Schäufele von Kaltental, nein, nein. Wie Sie vielleicht wissen, war ich schon an dem einen oder anderen Ort in Ihrer wunderschönen südwestdeutschen Landeshauptstadt, im Renitenz, in Merlin, im Theaterhaus. Und da musste ich auch immer nächtigen, nicht? Und ich kenne also wahnsinnig viele Gegenden hier in Stuttgart. Und deshalb habe ich selber ein Lied über Stuttgart geschrieben. Ein Stuttgart-Lied aus dem Hause Irmgard Knef. Kindchen. Ich mich halbtot. Für mich ist Münster Kaltental stets zweite Wahl. In Cannstatt fühle ich mich alt. In Büsnau gibt's mir zu viel Wald. Doch werd ich schwach, seh ich Häslach. Häslach, Häslach,
ich bin gern bei dir. Und am Marienplatz ich abends oft flanier. Bist Ausgangsbasis und du bist mein Ziel, mein Igelnest und mein Exil, bist Stuttgarts schönste Ziel. Mein Häslach, Häslach, Häslach. Wenn ich essen geh, dann im Bezirksvereinslokal der SPD. Dort sitz allein ich dann bei Tische, vermisse Sozis junge Frische und denk im Stillen bloß, oje. Mein Häslach, Häslach, Häslach. Am südlichen Rand, wo manchem Killesberger schon das Herz stillstand. Du riechst nach Bier, nach Schweiß und Döner, den Westen findet jeder schöner, bist mit Kreuzberg eng verwandt und doch verkannt, doch interessant, wie ich verkannt, mein Häslach. Haben Sie vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Bevor ich mich nun gehen lasse, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen aus meinem neuesten Programm noch eine kleine, nicht erklatschte Zugabe darbringen. Es ist ein absolut neuer Stil, ein neuer musikalischer Stil, den ich mich zuwende. Ich war vor ein paar Jahren, als es sie noch gab, bei uns in Berlin auf der Love-Parade, nicht am Brandenburger Tor, habe ich mich hingestellt, zusammen mit ca. 550.000 anderen Neugierigen. Die Veranstalter hatten zwar mit mehr gerechnet, aber nun ja gut, das kenne ich auch. Und dann habe ich sie mir angesehen, nicht all die wunderbaren, knackigen Boys mit ihren braungebrannten, muskulösen Luxus-Buddies, wie sie auf x tonnenschweren Sattelschleppern euphorisch tanzten, nicht? Und all die jungen Frauen mit ihren Top-Figuren. Und ich dachte mir nur, was wird die Zeit mit diesen jungen Leuten machen? Und als ich wieder zu Hause war, mein Kiez in Kreuzberg, habe ich mich hingesetzt und bin eingenickt und träumte dabei von einem Abend im Altersheim im Jahr 2070. Kindchen, fahr ab. Ich wär mal gern im Altersheim im Jahr 2070. Der bunte Abend ab 3:30 wird dort bestimmt ganz witzig. Bei Techno House und Jungle Sound tanzt man dort Polonesen. Denk gerne an die 90er, die seien so cool gewesen. Im Gruppenraum ist Love Parade, die Fangeriatrie. Chill out,
mit nem Ginseng-Drink, der heißt Old Ecstasy. Keep dancing, keep dancing, and move your body, dancing, keep dancing. Stocktaub gepierst der Opa, Papa, Girlie, Oma, Kess. Erinnerst du dich noch zurück an deine erste SMS? Ja, die kam von dir, mein Schatz, du fandst mich hip und nett. Und auf dem Display stand, was geht, finde dich voll fett. Im Gruppenraum ist Love Parade, die Fangeriatrie. Chillt out mit nem Ginseng-Drink, der heißt Old Ecstasy. Keep dancing, keep dancing, and move your body, dancing. Keep dancing, move your body, dancing. Sie tanzen wild, als wüssten sie, sie sind nicht mehr zu retten. Erschlafft sind Po, Bauch, Arm und Brust, und keiner will mehr chatten. Wie waren alle täglich doch im Studio Bein trainieren. Doch die Motive der Tattoos kann kein Mensch mehr kapieren. Pfleger rätseln jeden Tag, Rose, Delfin, Seepferd. Doch fragt man Opa selbst, schreit er, weiß nicht mehr, egal, ich war begehrt. Im Gruppenraum ist Love Parade, die Fangeriatrie. Chill out mit nem Ginseng-Drink, der heißt Old Ecstasy. Keep dancing, and move your body dancing. Keep dancing, move your body dancing. Kindchen, fahrt ab! Auf Wiedersehen! Irmgard Knef. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ich danke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Stuttgart. Vielen, vielen Dank. Danke. Die fabelhafte Irmgard Knef. Unglaublich. Es ist ja ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn. Da ist man also seit Jahrzehnten in der Berliner Hinterhofversenkung verschwunden. Und kommt man zum dritten Mal nach Stuttgart und es ist unglaublich. Meine Damen und Herren, ich muss jetzt improvisieren, ich habe es mit Kindchen nicht abgesprochen, aber es ist ja, es ist ja, es ist ja ein Wahnsinn. Im Programm habe ich was gelesen von Jazz-Chanson, meine Damen und Herren, möchte hier keinen Etikettenschwindel betreiben. Möchte Ihnen also zum Schluss noch einen Jazz-Abschluss geben, bevor ich mich dann... Sie wissen, Hildegard war ein Weltstar. Ich leider
werde es wahrscheinlich wohl nie. Und ich habe da einen Titel geschrieben vor ein paar Jahren. Kindchen Nummer 12 auf derselben CD. Nummer 12. Oh, Mama. Ich mach seit Jahren eine Wodka-Diät. Für Karriere ist's auch schon zu spät. Weiß nicht, wie lang's noch gesundheitlich geht. Ich glaub, ein Weltstar werd ich nie. Zur Berlinale lädt mich kein Mensch ein. Komm ins Kempinski, ja gar nicht erst rein. Hab gegen Dieven ne Antipathie. Ich glaub, ein Weltstar werd ich nie. Ich frage nie nach mein Kontostand. Bin unbekannt und abgebrannt. Kenn das Sozialamt, Spielglückslotterie. Ich glaub, ein Weltstar werd ich nie. Vielen, vielen Dank der Technik und dem wunderbaren Organisationsteam hier in Stuttgart, meine Damen und Herren. War nie im Fernsehen, selten im Funk. Mit Paparazzis gab's auch keinen Stunk. Leb frei nach Schnauze, bin nicht PC. Ich glaub, ein Weltstar werd ich nie. Vom Feuilleton wurd ich nur ignoriert. Ich hab das Business bis heut nicht kapiert. Mir fehlt's an Ehrgeiz und Diplomatie. Ich glaub, ein Weltstar werd ich nie. Ich hab mein Leben nie ganz im Griff. Ich bin brillant, doch fehlt der Schliff. Bin nur ein Sternchen Berlins Anarchie. Bin keine Diva, werd keine Diva. That's why this lady is a trap. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Stuttgart. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Irmgard Knef.